Schauen wir mal, warum der gute Fabio seinen Kampf bei der NFC abgesagt hat. Ich kann mich an keinen schlimmeren Tag als heute erinnern. Wie ich mich fühle, wie ich mich gerade innerlich beschimpfe. Boah, der sieht gar nicht gut aus. Das ist gerade hart, richtig hart. Und ich werde gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ich muss jetzt gerade, ich will kurz mal duschen und kurz mal runterkommen und ja. Das ist schon ein Prozess, den man nicht unterschätzen darf. Ich habe damals schon Leute gesehen bei uns, die waren im Training absolute Weltmeister. Die waren besser als ich in allen Bereichen. Aber dann, am Tag, wenn es wirklich ernst wurde, wenn wir in so eine fremde Halle reingekommen sind, da haben schon die anderen Boxer gewartet, die anderen Mannschaften und so, ne? Und du musstest da durchlaufen. Dann hast du gesehen, wie die zusammengeknickt sind, wie so eine Red Bull-Dose, die du nach dem Trinken zusammendrückst. Die haben nichts von dem, was sie im Training gerissen haben, umsetzen können im Kampf. Dieses vor Leuten im Ring, dann wirklich, wenn es ernst wird, das ist etwas, was viele Leute nicht können. Das darf man nicht unterschätzen. Deswegen sagt man ja, Kampfsport ist etwas, was zu 70%, 80%, 90% durch die Psyche entschieden wird. So, wir haben jetzt ein paar Stunden später und für mich geht es gleich um 18 Uhr raus in die Halle vor alle Leute und dann werde ich sagen, warum ich heute nicht kämpfen werde. Ich mache mal kurz die Kurzfassung für euch. Ich bin heute Nacht aufgewacht und ich habe mich die ganze Zeit Vorbereitung gut gefühlt. Klar, mal irgendwo hier und da Selbstzweifel ist ja normal, aber heute Nacht bin ich aufgewacht und hatte auf einmal Panik und die habe ich heute nicht mehr in den Griff bekommen. Weshalb ich mich dann leider dazu entschieden habe, den Kampf abzusagen. Ganz wichtiger Tipp hier, wenn ihr selber merkt, dass ihr Menschen seid, die extrem unter Stress leiden, wenn ihr stressanfällig seid durch eure Arbeit, durch euer Privatleben, was weiß ich, und ihr merkt, dass es euer Leben beeinflusst und ihr habt dadurch Angstzustände, Unsicherheiten, beginnt damit, auch Werbung an dieser Stelle, Ashwagandha-Kapseln zu nehmen. Täglich 2 oder 3 Ashwagandha-Kapseln und ihr merkt einfach, wie euer System deutlich ruhiger wird. Probiert es aus, ehrlich Leute, ihr werdet nach kürzester Zeit schon einfach merken, wie viel entspannter ihr durch Ashwagandha werdet. Ring 10 ist der Rabattcode für 10% auf alle Supplements bei SEC Plus. Weiter geht's. Aber mir ist wichtig, dass ich eben dazu stehe und nicht irgendwie sage, ich bin krank, Corona verletzt, was auch immer, sondern das ist, wie es ist. Es ist völlig surreal gerade und die Situation wünsche ich wirklich niemandem. Das ist gerade absoluter Albtraum. Lächerlich? Ich weiß nicht, was daran lächerlich ist. Also ich sag mal so, ich denke nicht, dass die Leute, die sich jetzt diesen Kampf von Fabio anschauen wollten, irgendwie sonderlich viel erwartet haben. Ich denke, die meisten finden ihn halt cool und die haben sich das anschauen wollen, wie sein Werdegang war und wie er dann am Ende tatsächlich im Ring performt. Keiner hätte jetzt wahrscheinlich diese riesen Erwartungen gehabt. Ich denke auch nicht, dass die meisten so, wirklich 99% der Leute, ihm es irgendwie übel genommen hätten, wäre er da reingegangen, hätte ein paar gegen die Nuss bekommen und wäre umgefallen, hätte gesagt, boah, ich kann nicht mehr, ich habe verloren zum Beispiel, ne? Dann hätte er sich da gestellt, hätte sich der Aufgabe gestellt, hätte einen interessanten Kampf vielleicht für das Publikum geliefert und die Leute hätten gesagt, ey, immerhin, geil, geiler Typ, hat immerhin das versucht und hat sich dann getraut, in den Ring zu steigen und einen Kampf zu liefern vor ein paar tausend Leuten. Respekt. Deswegen bin mir nicht sicher, was ihm genau so viel Panik gemacht hat. Aber ich denke halt, es wird diese Versagensangst sein. Ja, also man hat im Kampfsport immer so eine gewisse Angst zu versagen. Viele kriegen diese Angst nicht in den Griff. Das hat jeder. Das hast du bei deinem ersten Kampf und das hast du bei deinem 10. Kampf. Das hast du wahrscheinlich bei deinem 100. Kampf, wenn es um einen WM-Kampf geht, wenn es um Hinterhof irgendwas geht. Diese Angst vor Versagen, sich selber bloßzustellen und sowas, ne? Das haben die meisten. Nur eine kleine Anzahl von Menschen sind für diesen Sport geeignet. Das kannst du auch nicht vergleichen mit Fußball. Das kannst du nicht vergleichen mit Basketball. Das kannst du nicht vergleichen mit anderen Solosportarten. Schwimmen zum Beispiel oder Golf oder irgendwelche anderen Solo-Sportarten. Kampfsport ist nichts, ist mit nichts anderem gleichzusetzen. Mit nichts. Weil in den ganzen anderen Sportarten, du verlierst vielleicht, okay, fühlt sich scheiße an, aber im Kampfsport, du riskierst deine Gesundheit. Du könntest mit Brüchen da rausgehen, du könntest mit bleibenden Schäden da rausgehen. Du könntest so brutalst Knockout gehen, dass sich die Leute dann noch die nächsten 50 Jahre über dich lustig machen. So, aber schauen wir mal kurz weiter, was er in diesem Video jetzt hier sagt, dann haue ich noch ein bisschen mehr raus dazu. Warum heute kein Kampf?
Ja, ich will es kurz und knapp machen. Ich habe mich vorbereitet, genau wie mein Gegner, viel Zeit und Energie reingesteckt, habe mich gut gefühlt und heute Nacht aufgewacht, Panik gehabt, habe versucht, das in den Griff zu bekommen, wollte nicht irgendeine Ausrede erfinden, dass ich mich verletzt habe, Corona oder was auch immer. Ich habe nicht die Eier, heute in diesen Kelch zu steigen, keine Ahnung, warum auf einmal. Und ah, schöne Geste, sage ich mal, vom Publikum, ja. Und ich möchte mich da ganz aufrichtig bei allen Beteiligten entschuldigen. All die Leute, die hier hingekommen sind, an euch, die mir die Möglichkeit gegeben haben, an mein Gym, an meine Freunde und vor allem auch an meinen Gegner Timo Ernst, dem ich hier diesen Abend nehme, seine Vorbereitung. Ich weiß, was bedeutet, da alles reinzustecken und ja, ich muss damit leben und es fällt mir definitiv nicht leicht. Das ist gerade wie ein Albtraum und das wird mich auf jeden Fall noch verfolgen. Ich hoffe, er wird jetzt hier im Nachhinein, in den nächsten 1-2 Tagen oder schon gestern direkt danach, sich denken, ey, weißt du was, fuck man, hätte ich doch einfach die Eier zusammengepackt, wäre da reingegangen, hätte wenigstens gekämpft und scheißegal, wie der Kampf abgelaufen wäre, ich hätte mich wenigstens meiner Angst gestellt. Wenn du dich deinen Ängsten nicht stellst, das verfolgt dich. Du hast Schiss, in den Ring zu gehen, du gehst rein, du kämpfst, du verlierst, danach ist alles weg. Okay, du hast verloren. Egal, du hast halt verloren, ist so. Aber dieser Gedanke, dass er da jetzt vor dem ganzen Publikum so auf diese Art und Weise abgesagt hat, ich glaube, das wird ihn noch eine ganze Weile ein bisschen, das wird ihm noch ordentlich zu schaffen machen. Ich glaube, das wird etwas sein, was ihn noch eine ganze Weile ein bisschen so im Hinterkopf bleibt und ihn immer wieder ein bisschen beißen wird. Ich hatte ja so eine Mobbing-Vergangenheit. Also ich wurde ja in meiner Jugend extrem gemobbt. Dieser Gedanke, dass man zum Beispiel gemobbt wurde und sich den Typen nicht gestellt hat, dass man nichts dagegen gemacht hat, sondern sich von dieser Angst unterdrücken lassen hat, das ist etwas, was wirklich jahrelang noch so in deinem Kopf festsitzt. Ich hatte auch Situationen später mal, als ich ein bisschen älter wurde, ne, wo ich dann mit Kampfsport und so angefangen habe, wo ich dann auch gelernt habe, mich zu verteidigen und so, wo ich mich gegen ältere, gegen stärkere Leute gewehrt habe, die mich versucht haben zu mobben und die mich dann halt eiskalt umgeklatscht haben. Heutzutage lache ich darüber. Aber über die Situationen, bei denen ich mich damals nicht gewehrt habe in meiner Jugend, über die ärgert man sich sogar noch heute ein bisschen. Da denkt man, ey, warum habe ich das damals nicht gemacht? Warum habe ich mich damals gegen diesen Typen zum Beispiel nicht gewehrt und warum habe ich mich so von meiner Angst kontrollieren lassen damals? Ich habe ihn live trainieren gesehen, das war eine richtige Entscheidung von ihm. Er hätte böse verloren. Naja gut, aber dann hätte er halt verloren. Was ist daran so schlimm? Hätte halt verloren und? Wäre jetzt das Ansehen von Fabio online irgendwie kaputt dadurch? Also ich meine, ich schaue mir Fabio an, ja? Ich kenne Fabio jetzt von Seven vs. Wild. Mein Bild von ihm, dass er ein sympathischer Typ ist, der coole Videos macht oder so, das würde sich kein bisschen ändern, auch wenn er da reingegangen wäre und den Kampf verloren hätte. Ganz im Gegenteil, ich hätte sogar gesagt, ey krass, immerhin hat er sich getraut, ist dann gegen den Profi reingegangen, hat vielleicht verloren, aber ey, eine Erfahrung gemacht und fertig.